Recht herzlich willkommen zur 69. Folge vom Kerbal Space Programm. Kurz hier reingeguckt, das ist nichts Neues, seitdem wir letztes Mal gestartet sind. Alles das Alte, gut, dann können wir direkt hier reingehen und uns zu unser Rescue Cup Rock begeben. Das ist ja unser Projekt, was wir letztes Mal gestartet haben, die Rettungsaktion. Wir müssen jetzt leider etwas ändern, und zwar das, dass wir wieder den Kurs ändern, weil wir haben dann physikalisch den Fehler begangen und haben gedacht, weiter außen bist du schneller, weiter innen bist du langsamer, ist aber Quatsch, du musst innen schneller sein, weil die Anziehungskraft ja größer ist, und deswegen müssen wir da gucken, dass wir dann nochmal korrigieren, ne? Das bedeutet, wir fliegen jetzt bis dort hinten hin. Ab hier gehen dann in Flugrichtung und geben Gas, dass wir größer werden, damit wir aufholen. Zu oft dürfen wir das allerdings nicht machen, sonst haben wir ein Problem. Also den Fehler, den wir hatten, war klar, ne? Ja. Das ist jetzt in Flugrichtung, denke ich. Können wir nochmal gucken. Sieht so aus, genau. Dann geben wir da jetzt Schub. Und dann müssten wir da hinten größer werden. So, gehen wir mal auf 100. Wunderbar. Dann darüber. Mal ab hier. Und das gleiche auf der anderen Seite dann auch. Und dann müssen wir uns aber umdrehen. Auf die Seite begeben. So. Und dann geben wir da Gas. So, 100. Ja, fast identisch. Gut, das haben wir schon erzielt. Jetzt sind wir hier natürlich gerade vorbei. Das heißt, wir müssen da hinten nochmal hin. Ne, das ist Periapsis, ne? Hier müssen wir mal ab hier. Das war die Stelle, wo wir kreuzen sozusagen, ne? Und da müssen wir dann kurz gucken, dass wir da unsere Bahn verändern. Add Manöver. Und das müsste jetzt 0 sein, ne? Oder wie war das? Ich merke jetzt gerade, aber das... Ja, ich bin ein bisschen spät dran, ich glaube. Lass uns das lieber auf der anderen Seite machen nochmal. Lass uns erst das Manöver machen. Warte mal, dieses erstmal weg. Das verwirrt uns nachher nur. Da das Manöver hinmachen. Und dann müssten wir da ja hoch machen wahrscheinlich, ne, oder? Ne? 0,0 wäre es jetzt. Sind wir dann passend? Sieht so aus. Gut, dann müssen wir jetzt uns da hinten ausrichten gleich. Machen wir erstmal up to next Manöver. Wir müssen aber schon hier gucken, dass wir da mal hinkommen, ne? Gut. So, da ist es. Da müssen wir ausrichten. Und dann müssen wir so ein ganz klein bisschen gleich da brennen. Ja. 40 Sekunden noch.
Machen wir gerade einen Tacken schneller. So, 10 Sekunden. Und dann machen wir gerade mal Gas. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Ich hätte X drücken sollen, dann wäre das total kein Problem gewesen. Aber das haben wir bei Basel gerade wieder. So, gut. Jetzt sind wir auf einer Ebene mit Marthas Kapsel. Und die ist wo? Da. Oder? Ja, Marthas Kapsel. Und die kommt auch näher ran, ist aber eine Distanz, die ziemlich weit weg ist, ne? Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal schneller. Also wir müssen vielleicht noch gucken, ob wir irgendwann auch in der Sonne, aber wir müssen in der Sonne sein, ne? Ja, siehst du, es passt, geht auf Solarzellen, kein Ding. Passt also. So, wir sind da, Martha ist da. Und dann müssen wir gucken, dass der Abstand so gering ist, dass wir irgendwann auch dann nur korrigieren brauchen und dann klappt's. Hört sich alles so einfach an. Ja, es ist nur 500.000, ne? Irgendwie war das mit Anklicken, ne? Oder so, und dann kriege ich das auch hin. Jetzt habe ich natürlich das Falsche angeklickt. Jetzt machen wir gerade langsam hier, damit ich das Richtige anklippe. Unset Target? Ne, das wollen wir nicht. Set Target. Jetzt habe ich Kerbin als Zentrum, ne? Das wollte ich doch gar nicht. Warte, war das mit Backup, mit Backtaste war das zu ändern, glaube ich, ne, oder? Ne, Target haben wir View and Tracking Station, ne, das will ich nicht. Passt schon alles. Green Tracking Station, ne, will ich ja gar nicht. Gut. Der Dralo hatte gesagt, ich kann da auch draufklicken, dann bleibt das erhalten, aber irgendwie ist es das nicht. Jetzt habe ich Fokus wieder auf Kerbin. Da habe ich aber schon gelernt, dass ich mit der Backtaste das wegmache. Okay, ist halt so. 500.000 Meter, ne? Geht das auch schneller? Ne, geht nicht schneller. So, das heißt Differenz runterarbeiten, bis wir nah genug sind und dann näher rantasten, ne? Wird sowieso spannend genug. Aber kriegen wir schon hin, denke ich. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Reichlich. So. Distanz wird kleiner, das ist schon mal cool. Ja, wir können, hätten größer machen können, aber ach, lass mal lieber so. Die Zeit kostet kein Geld, ne? So, ich muss nur irgendwann wissen, wann ich so nah bin, dass das, ne, passt mit ihr, in die Nähe zu kommen. Gut. Ich glaube, bei dem nächsten machen wir mal ein Manöver dahin. Na komm schon, da ist es. Na. Ne, da müssen wir nur Map hier machen. Manöver brauchen wir gar nicht adden. Wir brauchen ja nur ein bisschen kleiner machen. Die Dame ist auf. Ja, sehen wir gleich. So, da müssen wir gegenbrennen dann diesmal. Das ist also die falsche Seite. So. Müssen wir jetzt dahin verringern. Sie ist auf 82 hier. Ich will hoffen, dass das dahin auch so ungefähr ist. Egal jetzt erstmal. Wir müssen kleiner werden, definitiv.
82 war das Angesagte, ne? So, lassen wir es mal. Dann müssen wir gucken, dass wir auf der anderen Seite das gleiche nochmal hinkriegen. Ab hier. Und dann müssen wir es da auch verringern. Ja, da müssen wir schauen, wie wir da näher dran kommen, ne? Hier ist schon so ein Zeichen, was mir jetzt gerade nicht so ganz so viel sagt, aber irgendwas hat das damit zu tun, dass man da eine Annäherung hat. So, wieder drehen. Und wo ist es diesmal? Da ist Gegenrichtung, naja. So, dann sollten wir da einmal Schub geben und es sollte da hinten auch kleiner. Nee, da haben wir jetzt was falsch gedacht, oder? Nee. Carbon per Absis 83, 100. Wenn ich Gas gebe, verändere ich da hinten was? Doch, verändere ich da hinten was. Okay, irgendwas passiert hier wieder. Ich werde nicht kleiner. Ja, und da gibt es ganz viele Marker. Interception, das ist Eintritts oder irgendwie war da was. Hier wird es auf jeden Fall die Distanz zurzeit wieder noch kleiner. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Wird nachher fummelig sein. Accident Notes 0,2. Vielleicht müssen wir da auch nochmal dran herumschrauben. Ich denke mal ja. Wo ist der nächste? Da. Add Manöver. Na, nicht zoomen, kippen. 02. 03 war also falsch rum. Nee, es war zu viel des Guten. Wo ist er denn jetzt? Da ist noch 01. 00. So, blauen Punkt suchen. Und dann noch ein bisschen korrigieren gleich. Ist nicht viel minimal, aber das machen wir mal besser. Na. Also mit dem Klicken ist nicht so einfach, ne? Jetzt haben wir wieder ein Körbchen ausgewählt, aber ist auch nicht verkehrt. Warp to next Manöver. So. Punkt ist noch drin, fast. Wir können noch ein bisschen korrigieren. Ich glaube, so ist richtig. Und dann müssen wir gleich da am Punkt ein bisschen Schub geben, dass wir richtig kommen, ne? Das ist aber nicht viel. Wie weit ist es? Noch 49.000. So. Das Manöver ist da. Das war dann verkehrt, oder? Hm.
Aber der ist 0. Und da vertue ich mich da gerade. Wir machen es trotzdem an der Stelle. Was ist da? Nein, das ist Periapsis. Jetzt ist es gerade ein bisschen komisch, aber ist egal. So. So, brennen wir gerade runter. Fertig. Irgendwas war jetzt gerade falsch gelaufen, ne? Jetzt wird's verdammt schnell kleiner. Das würde bedeuten, wir müssten nur... hier brennen. Ja, das Manöver können wir löschen. Ach so, wir sind auf dieser Seite noch weiter weg wie auf der anderen Seite. Kann das sein? Fokussieren wir mal. Aha, klar. Okay. Aber das ist ja auch gut so, weil wir müssen ja noch näher kommen. Dann ist das vielleicht dieser Bereich, wo wir sehr nah sind mit der anderen Kapsel. Ich denke mal, das wird sein. Gut, okay. Aber bevor wir da weiter rumfummeln, machen wir erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.